Möchtest du denn mal eine Kostprobe von ihm hören? Auf jeden Fall. Wollt ihr mal so a cappella mal ein bisschen was probieren? Sucht euch einen Song aus und macht's mal. Nein, ich singe nicht. Ich kann auch zu dritt singen. Wir singen zu dritt. Was, du singst nichts? Du bist Sängerin, hallo? Also wenn er sagt, er singt jetzt schon, dann musst du es ja wohl auch eben machen. Bitte, ich als absoluter Newcomer und du als Topstar. Schon. Ich kenne ihn ja nicht. Also singen Sie mal was vor, ja, und ich steig dann ein. Mädels. Mädel und Mann. Ihr zwei Mädels und Junge. Entschuldigung. Es muss ja wohl einen Song geben, wo man sagt, da finden wir uns, oder? Also, bei welchem Song finden wir uns? Du kannst gerne singen. Ich plane ja einen Heiratsantrag, deshalb wäre irgendein schön romantisches Lied toll. Also, sing uns mal was vor, was romantisches. Ich singe dann hinein. Beginn du mal und wir singen nach. Na, wir müssen jetzt mal einen Song haben, auf den wir uns einigen. Genau, so wird das nichts mehr. Ich gehe jetzt. Okay. Also was ist, macht sie jetzt was oder? Nein. Ich glaube, die Anna will nicht mit dir singen. Nicht vor der Kamera. Na, wenn uns die Newcomerin schon nicht weiterhelfen kann, dann vielleicht der alte Hase. Ja, aber du bist ja gar kein echter Prinz, oder? Doch, ganz echt. Prinz zu Schamperglippe, so heiße ich. Ja, ganz echt. Bist du nicht irgendwie so annektiert oder adoptiert oder so? Ganz echt, so heiße ich, absolut. Ich mische mich da nicht ein. Ich lasse das da die Männer gerade mal ausschreiben. Naja, das Dumme ist, dass jetzt mal blaublütige Geburt ja noch nicht Talent voraussetzt. Das, ne? Ist ja klar, aber das gesangliche Können, nämlich wie kriegt das eine nichts. Chance? Außer in Erziehungsfragen. Ui, das war hart. Und zwar so kurz vorm Ziel. Doch unser Prinz lässt sich von so etwas doch nicht unterkriegen.